Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Assassin's Creed Odyssey. Wir stehen hier kurz vor einer Mission und die nehmen wir jetzt direkt mal in Angriff. Was willst du, mein Freund? Wie kann ich dir helfen? Chäre, Soldat. Kannst du Söldnerhilfe gebrauchen? Die Anhänger des Ares sind in der Nähe gesichtet worden. Also soll ich diese Anhänger des Ares auslöschen. Kann ich auf dich zählen? Natürlich kannst du das. Ich kümmere mich darum. Für Sparta. Überlass das alles ruhig mir. Okay. Dann regeln wir das mal eben. Für Sparta. Oh, sorry, Kumpel. Für Sparta. Hat keiner gesehen. Ich habe ja auch noch immer diese eine Höhle da, ne? Wo ich diese Tafel nicht gefunden habe. Warte mal. Ah ne, schade. Dachte schon. Wohl, warte mal. Dingen ist da, ne? Mal gucken, ob ich diesen... zu diesem Schatz komme. Warte mal. Ach ne, der ist jetzt schon wieder unter uns. Oh. Aha. Aha. Bloß nicht sehen lassen. Ah, aha. Hallo, Freunde. Jemand? Hier ist gar keiner. Doch, da unten sind sie doch. Ah, okay. Da ist noch dieser eine Schatz, den will ich haben. Ach guck mal, hier sind sogar einige Gegner. Auf geht's. Kumpel, nicht dein Tag, Walter. Boah. Ciao. Boah, geil. Diese Attacke ist richtig geil. Oh, Giftfall. Drecksack. Mehr hast du nicht drauf. Aha. Boah. Kumpel? Wo bist du? Boah. Wie bist du denn da so schnell hochgekommen? Nein, das machst du jetzt nicht. Okay, dann geh halt. Ja, ich kann das auch den ganzen Tag machen. So. In den Höhlen der griechischen Welt hat sich das Böse eingenistet. Die Gesetzlosen und Verdammten wachsen wie Geschwüre und verbreiten aus den Schatten heraus ihre Lügen und ihr Chaos. Um diese Krankheit auszumerzen, braucht es ein starkes Herz und den Segen der Götter. Erfülle diese edle Aufgabe und du wirst reich belohnt. Okay. Was kann ich tun? Fackel brauche ich jetzt nicht. Vereinbarung erfüllen, okay. Wunderbar. Zumindest diesen Schatz gefunden. Schnappe ich mir die Anhänger des Ares. Oh, ist das Grill. Eieiei. So, die Anhänger des Ares sind hier oben. Sind die zufällig in der Höhle? Ne, sind sie nicht. Okay, vier Gegner, alles klar. Was siehst du da noch? Okay.
wissen, dass da die Höhle ist. Siehst du vielleicht irgendwas? Oder ist das vielleicht ganz offensichtlich da in diesem Grab gewesen? Muss ich gleich nochmal gucken. Okay, das hört keiner. Wenn ich mal hier so lang gehe. Ah ne, da sieht er mich da. Gehe ich mal lieber hier lang. So. Eieiei, da hat er sich erschrocken. Du bist also ein Anhänger von Ares. Jetzt nicht mehr. Kultist des Kosmos. Ja, komm. Weg. Kommst du jetzt auch noch zu mir? Jawohl. Glückliche Fügung. Oh, der Dicke kommt auch. Nö, okay. Er kommt doch nicht. Ah. Dicke Bursche, hallo. Was geht ab? Jawohl. Jawohl, alter Falter. Eieiei. Ja, wir kassieren direkt. Und das ist auch schon wieder so schöne Musik, die mir wieder zum Verhängnis werden kann. Aber gut. Machst du nix. Ich will jetzt noch mal, bevor ich die Belohnung kassiere, mal eben hier reingehen. Und das lässt mir nämlich keine Ruhe. Lässt mir echt keine Ruhe. Vielleicht habe ich die beim ersten Mal auch nur übersehen. Das sieht ja stark danach aus, dass die eigentlich hier sein müsste. Aber hier ist nichts. Ja auch nicht im Kopf. Ja, dann weiß ich echt nicht, wo diese antike Stele sein soll. Ist das irgendwas, was wir angucken müssen? Vielleicht gar nicht nehmen können. Ja, das mit dem Fähigkeitspunkt weiß ich. Ja, hier ist auch definitiv nichts. Ja, ich bin der festen Überzeugung, dass wir da lang müssen. Oh, oh, oh. Der Feuerteufel rastet aus. Nee.
Zeig mir an, dass da irgendwas ist. Ah, das. Aber vielleicht. Vielleicht kann ich da vorher noch gar nicht hin. Vielleicht muss ich irgendwas machen. Irgendeine Mission oder sowas, dass ich da hin muss. Werde ich im Auge behalten, Höhle. Okay, dann haben wir das erledigt. Mal über außen rum. Dann gucke ich mal, ob wir schon irgendwie... Die Sache ist natürlich mit der Musik, ne? Das ist natürlich das Problem, dass diese Musik immer bei den Kopfgeldjägern kommt und jetzt natürlich auch bei den Kultisten. Also bei den Hauptaktionen, sag ich mal. Das ist natürlich sehr, sehr bedauerlich. Du bist zurück. Hast du sie getötet? Ja, habe ich. Ich habe sie erledigt. Jeden Einzelnen. Du hast Sparta treu gedient. Das ist für dich. Na komm. Du bist stark, geschickt und offenbar sehr einfallsreich. Jemanden wie dich kann ich gut auf meinem Schiff brauchen. Was sagst du? Das Leben eines Soldaten ist kurz und die Bezahlung lausig. Wenn ich mit dir segle, habe ich zumindest Aussicht auf anständigen Lohn. Oh. Midilos. Sehr gut. Okay. Göttliche Strafe erledigt. Warte, jetzt gehen wir mal ganz kurz hier in den Kultistenreiter. Kultisten enthüllen. Mit den Hinweisen, die du gefunden hast, kannst du die Identität eines Kultisten auf seiner Detailseite enthüllen. Sobald sie enthüllt sind, kannst du die Kultisten auf der Karte verfolgen. Jedes Mal, wenn du einen Kultisten eliminierst, erhältst du Hinweise, um einen noch mächtigeren Kultisten zu enthüllen. Der Geist des Kosmos. Dann kann das sein, dass ich diese Musik hier auch stumm schalten muss, wenn ich hier drin bin. Eieiei, das kann ja was werden. Bereit zur Enthüllung. Okay. Der Kosmos fordert das Wissen über die Geheimnisse in den Herzen der Menschen ein. Deshalb schneide ich sie auf. Okay, alles klar. Folgen wir sie mal. Würde ich sagen. Oh, die ist weit weg. Wo hält die sich denn auf? Ach hier. Da habe ich eigentlich schon einen Bock zu. Triton der Zauberer. Bin ich ganz weit weg, ne? Hier haben wir jetzt noch einige Missionen. Das heißt, ich mache das mal. Okay, hier sind noch andere. Da ist Bremusa jetzt. Eidon der Reisende. Weißt du was? Wir reisen jetzt mal hier hin. Warte, ich will sie mal eben. Die ist schon markiert. Gucken wir uns das mal an mit dem Kultisten jetzt. Das würde mich mal interessieren. Aber wie gesagt. Es kann sein, dass ich das leider dann stumm schalten muss, ja, die Musik. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass ich das so immer mal. Also in kleinen Abständen einblenden kann die Musik. Immer mal wieder so zwischendurch für ein paar Sekunden. Aber ich nehme halt keine Gewehr, ne? Das ist halt... Das ist ein großer Nachteil, wenn man dieses Spiel hier wirklich auf YouTube bringen will. Ist halt einige Sachen stumm, aber... Kann ich leider nichts zu. Na, das ist das... Das ist das Problem. Es tut mir sehr leid, aber das geht leider nicht. Außerdem sieht das auch nicht schön aus, wenn man dann ständig da stehen hat, Verstoß gegen Urheberrecht und sowas. Das macht sich nicht gut. Deswegen, und bevor ich das dann zwei, dreimal rendern und hochladen muss und sowas alles, mache ich das lieber von vornherein dann. Aber bei manchen Videos versuche ich es dann. Meistens werde ich erwischt dabei.
Dann gucken wir mal. Warte mal, hier haben wir noch Nachrichtentafel, wenn wir jetzt schon mal hier sind. Oh, Megaris ist unter Athena Herrscher. Okay, nehmen wir mal alles wieder an. Okay. Alles angenommen, jetzt kümmern wir uns aber erstmal um die Kultistin. Ich hätte schon gespannt, ne? Oh, Fallschaden. So, drüben. Hinter der Festung ist sie. Okay. Boah. Gemacht. Eieiei, okay. Bis hinter den Mauern. Guck mal, hier müssen wir sogar noch ein bisschen was machen. Mich zu sehen. Ja, ich sehe gerade, hier müssen wir noch was machen. Mal gucken. Ach, gerade da hinten ist er. Haben wir hier ein bisschen was zu tun? Oh, ganz viele Freunde. Das ist nur so ein Kriegsfeuer. Da ist er. Okay. Mann, ist hier viel los. Alles Athena, das ist natürlich auch schön. Sprechen wir direkt alles. Ja, komm. Verdammt. Wo willst du hin? Kämpfe mit mir. Kämpfe mit mir. Okay. Okay. Alles klar. Einen haben wir schon mal. Auch wenn das jetzt nicht so ganz gelaufen ist, wie ich es wollte. Nein. Fackel. Okay. Da ist der Schatz. Ach, guck mal, da ist sogar noch ein Athena. Oh, da ist auch noch ein Athena. Was siehst du da jetzt noch? Ah, okay, alles klar. Oh, Kumpel. Oh, jetzt sind ja ganz viele. Ja. Nein, 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 das machst du nicht mit mir. Wo willst du denn jetzt hin? So, das haben wir mal mitgenommen. Hast du deine toten Kameraden hier nicht gesehen? Aha, okay. Zu spät. So. Der Schatz hier drin, ja.
Ich muss eigentlich nur die Kriegsvorräte verbrennen und mir die Kultistin schnappen. Nur, in Anführungsstrichen. Ich würde eigentlich gerne vorher das Feuer da oben sabotieren. Falls es gleich irgendwie unausweichlich ist, dass ich gesehen werde, können die keine Verstärkung rufen. So. Gehen wir hier runter. Das ist der, der das Kopfgeld ausgesetzt hat. Das ist natürlich auch gut. Dann können wir uns den ausschnappen. Lösen wir erstmal viele Probleme auf einmal. Das ist auch sehr gut. Ja, komm mal hier hin. Oh, das hat weh. Okay. Da ist noch ein Anführer. Was war das? Ja, komm mal gucken. Nehmen wir mit. Da schlagen wir mal drauf. Okay, perfekt. Jetzt ist da oben noch einer gewesen. Oh. Okay, das können die also sehen. Das ist interessant. Das habe ich noch nie gesehen, dass einer da hingerannt ist, weil das brennt. Sehr cool. Okay. Ach, hallo. Ihr seid Gefangene, oder? Ah, sehr still. Ach verdammt, da kommt noch einer. Oh. Der hat mich da gesehen. Ach er. Hast mich gesehen? Ja, komm mal hier hin. Hier ist jemand. Oh. Wo kommst du denn her? Warum sind jetzt auf einmal so viele hier in meiner Ecke? Was war das? Alexios, ja, cool. Da. Da oben ist einer, den schnapp ich mir. Oh, hier sind viele. Mann, Mann, Mann. Wie viele. Alles ruhig. Das sollte ich mir mal ansehen. Hä? Ach so, du, ja. Okay. Vor allem, da ist noch einer. Da willst du wie viele... Wie viele Bosse sind denn hier? Oh, das ist ein ganz dicker Bursche. Keine Chance, Kumpel. Einer kriegt es mit.
Ja. Okay, da bist du. Lass, ich gehe mal jetzt eben hier hoch. Und schnapp mir den. Hallo, was geht ab? Einer weniger. Schnapp mir den jetzt hier hinten auch mal eben. Ich weiß nicht, was du da bewachst, aber... Du bewachst jetzt nichts mehr. Schnapp ich mir den da hinten. Da guckt er auch nur irgendwie so in der Gegend rum. Das ist keine wichtige Aufgabe hier, glaube ich. Ja. Dann mal die Fackel. Ja. Okay, das mit der Kultistin, das wird wahrscheinlich länger dauern, deswegen lasse ich mir die bis zum Schluss. Oh. Wow, wo kommst du denn her? Okay. Eroberungsschlacht verfügbar, sehr schön. Ah, ein Kopfgeld ist weg. Alles klar. Jetzt schnappe ich mir ihn. Ah, nein, die Kopfgeld hier. Ja, dann die Kultistin, meine ich. Du kommst hier lang. So. Da hinten bist du hier. Bist du alle jetzt hier? Ja. Alle weg, nur noch sie ist da. Wie gesagt, falls jetzt gleich irgendeine spezielle Musik kommen sollte, ich entschuldige mich schon mal dafür. Gerne irgendwie gucken, aber ich glaube nicht, dass ich die... Nee, ich kann die nicht anheuern. Ich habe ja keine Kultistin. Die werden wir töten. Ups, Sasa. Frage ist nur, sie wird da wieder lang gehen. Ich mal. Wenn sie hier lang geht, dann werde ich sie mir schnappen. Weil ich auch jetzt runterspringen könnte, ne? Na komm. Ja. Bestätige den Tod. Stechen einfach nochmal drauf. Ja. Ist tot. Entsende meinen Gruß am Hades. Ah, sehr cool. Gürtel der Medusa. Nicht schlecht. Schade, ich dachte, man könnte es auch so zerstören. Dann verbrennen wir das. Okay, perfekt. Sehr gut. Was nehmen wir noch mit hier? Dann gucken wir mal eben. Die ist tot. Können wir ihn schon? Ne, wir können ihn noch nicht enthüllen. Da haben wir noch gar nichts. Details. Oh, wir können ihn enthüllen.
Wer braucht Demokratie, wenn das Geld die Welt regiert? Midas, Auge des Kosmos. Das kann sein, also diese Musik werde ich definitiv stumm schalten, ne? Oder, ja, doch, werde ich wahrscheinlich müssen. Der Kult suchte nach alten Dingen, um Gräber und Ruinen zu plündern, wie gewöhnliche Grabräuber, doch nur wenige wussten, wonach er wirklich Ausschau hielt. Sobald die Plünderungen vollzogen waren, wurde Midas von Argos damit betraut, sämtliche Hinweise und Spuren dieser uralten Stätten aus der Geschichte zu tilgen. Tagsüber war er einfach nur als reicher, wenn auch skrupelloser Mann bekannt, über Nacht jedoch steckte Midas alles im Brand, was er berührte. Gucken, wo er ist. Wo ist Midas? Da. Bei 18, der ist noch zu stark für uns. Noch zu stark für uns, dann machen wir lieber hier erstmal so ein paar kleine Missionen. Jetzt können wir endlich den Kult auslöschen. Das ist natürlich eine super Sache. Komm, dann noch Phobos jetzt hier rufen. Machen wir noch die kleine Mission hier hinten. Macht da gar nichts, Mann. Haben wir sogar mehrere Missionen hier in der Ecke. Kann ich dir helfen? Kann dir ein Söldner behilflich sein, Fremder? Ein Lager der Athener stiftet Unfrieden in der Gegend. Bittest du mich wirklich, all diese Athener in die Unterwelt zu schicken? Ich stünde in deiner Schuld. Okay, dann machen wir. Ich bin genau der Richtige. Ich bin sicher, dass du es nicht bereuen wirst. Chere. Okay. Okay. 200 Meter entfernt. Mal gucken, was wir da haben. Hier jemand nicht, ne? Nö. Guckt keiner, okay. Ne, hat keiner gesehen. Okay. Dann töten wir mal Athena. Das können wir ja ganz gut. Ach guck mal, da müssten wir sogar sowieso. Megaris. Stadt der Schweine. Der Schweine, aber nicht nett. Schönere Namen, glaube ich. So. Okay. Ich weiß nicht, was ihr da vorhabt, aber. Was hast du da noch? Was siehst du da, Phobos? Ach, Phobos. Ikaros. Mein Gott. Wölfe. Okay, ich nutze mal eben die Unruhe. Okay. Aufgabe abgeschlossen. Okay, alles klar. Okay, Regeln. Kämpfen jetzt gegen alle hier. Okay, der Dicke da, der ist außer Gefecht. Weg. Oh. Tja, das habe ich mir verdient. Waren das alle? Oh. Waren alle.
Ja, dann müssen wir aber gleich mal eben da unten nochmal die Leichen durchsuchen. So. Nein, 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 nehmen wir hier die Fackel. So. Die Kontrolle zu behalten wird jetzt nicht leicht. Verbrannte Hoffnung auch noch abgeschlossen. Ich weiß nicht, was ich alles abschließe, aber gut, gefällt mir. Hier haben wir noch einen Schatz. Fehlen wir auch. Okay, jetzt muss ich mal eben gucken. Ich habe hier zwei runtergekickt. Der eine liegt da. Okay, der hat nichts für mich. Bei der anderen weiß ich gerade gar nicht, wo der liegt. Ist doch egal. Gehen wir mal zu dem Zivilisten zurück. Dann gucken wir gleich mal, was ich da noch abgeschlossen habe. Ich habe vorhin, meine ich, gesehen, irgendwas mit Banditenlager. Vielleicht war das jetzt zur Mission bei den Banditenlagern. So, mein Freund. Oh, sorry. Du bist zurück? Hast du sie getötet? Ja. Ich habe sie erledigt. Jeden Einzelnen. Du hast deinen Teil der Abmachung erfüllt. Nun ist es an mir, das Gleiche zu tun. Nimm dies. Ich mache keine halben Sachen. Danke. So, und hier haben wir auch wieder eine Mission. Okay, gut gemacht. Gut gemacht. Oh, warte. So. Gut, dann schauen wir mal in der nächsten Folge, was dieser nette Athena für uns hat. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao.